Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert. Heute findet ihr mal ein besonderes Video hier auf dem Kanal, ein Interviewformat mit der E-Werk. E-Werk ist ein IT-Unternehmen aus Leipzig. Ich habe da ein paar Leute kennengelernt im Smart City-Rahmen, in dem ich mich ja hier in Gera auch bewege. Und habe eben mir auch mal gedacht, mit denen könnte ich was wirklich Interessantes auf der E-Work veranstalten, weil die haben da auch einen sehr schicken Stand im Smart Energy Bereich. Jedenfalls E-Work ist praktisch der smarte Lösungsanbieter für den digitalen Erfolg. Das klingt jetzt erstmal nach Buzzwords, aber tatsächlich haben die eben Wege gefunden, mit Software einen echten Mehrwert aus Daten zu schaffen und unterstützen eben Unternehmen dabei, wirklich individuell aus Daten, die ja jetzt immer mehr gesammelt werden, aus verschiedenen Quellen heraus, tatsächlich auch Mehrwerte für Kunden zu schaffen. Von daher ist das ganz interessant. Schaut euch mal dieses Video an. Hier ist E-Werk auf der E-World. Ja, wir sind in Halle 5 auf der E-World. Wir sind hier bei E-Werk, bei André und Nils. Was ist denn jetzt eigentlich E-Werk? E-Werk ist ein IT-Dienstleister aus Leipzig im kompletten Lifecycle. Okay. Und das speziell für den Energiemarkt und die Energiebranche. Okay, macht das schon eine Weile? Oh ja, wir machen das eine Weile. Seit 25 Jahren machen wir das schon. Okay. Wir sind ja hier in Halle 5, die Smart Energy Halle. Smart Energy kann jetzt alles Mögliche heißen, ist irgendwie nicht so besonders greifbar. Was ist denn diese Halle für euch? Wieso seid ihr genau hier? Ja, hallo Carsten. Wir sind hier, weil wir sind hier mit dem Thema Smart City. Und Smart Energy, die Herzstücke von Smart Energy sind natürlich Smart City und natürlich auch Smart Grid. Ja, das sind die zwei großen Themen und wir sind kurz mit Smart City angekommen. Da seid ihr richtig gut aufgestellt. Ja, was sind denn so die Themen, die ihr wirklich unter Smart euch vorstellt? Weil Smart kann, wie gesagt, alles heißen. Wie geht ihr das an? Was bedeutet Smart ganz konkret für euch? Ja, Smart kann ganz viel heißen, von KI, ja, Richtung andere Dinge. Und wir direkt sind hier mit eher dem Verbinden von Daten. Also, wo kommen die Daten her, wo gehen die hin und wie Ja. kann man die Systeme miteinander verbinden? Das ist unser Ansatz da. Okay. Sind das so die Probleme eurer Kunden? Die haben jetzt zu viele Daten, weil irgendwie Smart Meter Rollout kommt und was bedeutet das denn konkret? Ja, wir treffen häufig noch bei den Kunden sehr monolithische Strukturen. Das ist auch alles noch sinnvoll, das in gewissen Datentöpfen zu lassen und das soll auch so bleiben. Was wir machen, und das ist eben dieser innovative Ansatz auch zu sagen, wir bauen zwischen den bestehenden Datentöpfen, die wie gesagt ihre Rechtfertigung haben, und deren neuen digitalen Produkten, das kann eine App sein, das kann eine wie auch immer geartete Website sein, ein Service sein, einen sogenannten Data Access Layer. Eine Plattform mit Logik, die Daten aus Töpfen nimmt, aus bestehenden Systemen und in einem neuen Schema, wie auch immer geartet, darstellt, um dann wiederum digitale Produkte zu bespeisen mit eben diesen Daten. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, eure Kunden oder die Leute hier auf der E-World kommen vorbei und sagen, ne, ich habe jetzt irgendwie Daten, aber was mache ich damit? Wie setze ich das jetzt irgendwie um in so eine echte Anwendung? Läuft es darauf hinaus? Genau, also die kommen an und sagen, okay, zum Beispiel jetzt Smart Meter Rollout, bestes Beispiel Genau. aktuell. Es entstehen unglaublich viele Daten, ja, sogenannte Data Lakes, einfach Daten sehen, ja. Und da ist die Frage, was passiert damit? Auch Smart City, ja, ist ja auch eine Geschichte, wo man diese Daten dann bündeln muss, ja, so eine Datenflüsse und Genau. da dann am Ende schöne Services entstehen kann, ja. Und wir versuchen da quasi hinzukommen und diese Daten zu neuen Services transformieren. Ihr seid also schlussendlich ein Lösungsanbieter dafür, dass man diese Digitalisierung jetzt in was Echtes in der echten Welt übersetzt. Ja, und das machen wir doch sehr zügig auch. Wir können da auf Basis unserer Erfahrung, dass wir eben eine schlanke Plattform gebaut haben, sehr zügig Lösungen erarbeiten. Und das ist auch notwendig, weil mitunter Stadtwerke oder andere EVUs heute Herausforderungen haben, die einfach dadurch begründet sind, dass in der Historie noch Sachen, einfach aus der Historie heraus Sachen erneuert werden müssen eben. Sodass wir uns, sagen wir mal, um die innovativeren Themen auch mitkümmern können. Das können wir gerne immer im Dialog sowieso machen.
und zusammen im Workshop auch Themen erarbeiten. Uns ist wichtig, wenn der Kunde dann ein digitales Produkt hat, dass wir ihn zügig auch unterstützen können. Das machen wir zum einen mit der Plattform, mit den Daten, die wir wie auch immer geartet zusammenstellen, und mit unserer Vorgehensweise im agilen Projektmanagement und der agilen Vorgehensweise. Okay, agil und auch Design Thinking und Themen sind ja auch Sachen, die gerade die Stadtwerke und Co. sehr umtreiben. Sie wissen und merken, sie müssen sich irgendwie neu organisieren und Co., aber das eben wirklich greifbar zu machen, ist so eine Frage, die oft noch offen ist. Was sind so noch so ein, zwei Anwendungsbeispiele, die am Ende des Tages hoffentlich rauskommen, wenn ihr die Stadtwerke und die Kunden unterstützt? Ja, da geht es ganz oft darum, dass die Stadtwerke natürlich auch eigene Services aufbauen wollen, um quasi ihren Kunden was zu bieten, damit die sie auch halten können. Ja. Zum Beispiel bauen wir in Stadtwerke Leipzig ein Submetering-Portal auf und dann eine App. Und da geht es ein bisschen darum, dass der Kunde natürlich auch einen Vorteil haben will. Ne? Und da will er vielleicht gucken, welches Haushaltsgerät verbraucht hier sehr viel Strom. Ja. Und da versuchen wir im agilen Projektmanagement ihm diese Idee nahezubringen, quasi die umzusetzen. Ja? Und zwar auch wirklich, wir können ja erstmal loslaufen und dann im Laufen auch links und rechts gucken, was kann denn noch von Daten mit reingespielt werden, die dann am Ende zu einem guten Service beitragen. Ja, super. Tatsächlich geht es ja nicht nur darum, irgendwie die krassen Technologien zu haben, sondern tatsächlich die Leute zu erreichen und einen Mehrwert zu generieren. Ja. Du hattest vorhin gemeint, man kann das ja mit euch auf Workshops und Co. ansprechen. Wie erreicht man denn euch überhaupt außerhalb von der eWorld? Habt ihr so Veranstaltungsformate? Bestimmt habt ihr auch eine Webseite? Ja, ja, absolut. Also gerne über die Website www.ewerk.com. Ja. Dort einfach das Formular ausfüllen und wir melden uns dann zügig. Mhm. Ja, wir haben andere Formate auch. Wir machen über das Jahr verschiedene Veranstaltungen, wo wir unsere Kunden einladen und über aktuelle Trends und Themen berichten. Wir bringen Use Cases mit und wir stellen die Use Cases, wie auch hier auf der eWorld, sehr, sehr gern vor und besprechen dann im gemeinsamen Dialog oder gemeinsam mit diversen Stadtwerken, die dann da sind, auch wie man da ein Produkt designen kann, wie man das in einen Service auch hereinbekommt. Und wir machen gerne die Vorschläge. Okay, ihr seid in Leipzig, macht ihr das so im ostdeutschen Raum vor allem? Wir sind in Leipzig, ja, verwurzelt auch. Wir sind aber deutschlandweit unterwegs. Ach, also wir machen das wirklich schon lange und eben Deutschland, Österreich und Schweiz insbesondere. Okay. Wir haben eine regionale Verbundenheit und die macht auch Spaß und deswegen sind wir auch bei den regionalen Unternehmen verwurzelt und unterstützen da die genauso wie auch andere überregionale. Aber klar, also wir wollen auch andere Themen und darüber hinaus auch entdecken und natürlich erbringen wir Dienstleistungen über diesen Raum hinaus. Okay. Ihr habt jetzt ja schon drei Tage eWorld fast hinter euch. Was ist vielleicht noch so ein Appell, den ihr an die Leute geben wollt, die auch nächstes Jahr wieder auf eine eWorld kommen und die jetzt sich vor vielen Herausforderungen sehen? Was ist so euer Appell an die Energiewirtschaft? Ja, gute Frage, Carsten. Was ist unser Appell an die Energiewirtschaft? Was wünscht ihr euch? Worauf soll es hinauslaufen? Ja, dass sie erstmal auch Gedanken machen, ne? Was machen sie dann mit ihren Datenlakes machen, wo kann man die da vielleicht irgendwo abfangen und auch über Systeme, vielleicht sind ja ihre Systeme aktuell nicht so prickelnd oder vielleicht haben sie auch monolithische Strukturen oder Strukturen, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind, ja. Und ich habe gestern so den schönen Begriff hier gesehen, Flexpartner, ja. Okay. Und ja, genau, vielleicht brauchen wir manchmal auch genau so jemanden, der da ein bisschen Flexibilität in die ganze Sache reinbringt. Und ja, wir können auch ein Partner dafür sein. Super. Ich würde sagen, Mut, gerne. Ja. Aus dem einfachen Grund heraus, wir wissen dadurch, dass wir die Branche sehr lange kennen, dass es viele Herausforderungen gibt, eben auch gewisse Altlasten vielleicht zu erneuern. Ich hatte heute dazu auch ein interessantes Gespräch dazu. Aber eben daraus heraus zu sagen, ja, trotzdem, dann hole ich mir einen Partner und an der Stelle sind wir der Partner, der auch die Ideen liefert. Und dann gestalten wir den Weg, je nach, wie man das mag und mög, auch als Kunde.
dann zusammen. Und man sollte doch den Weg gehen und wirklich da was machen. Das ist Zeit, da einfach da mehr zu tun. Unbedingt. Man darf nicht mehr abwarten. Die Digitalisierung ist da, Energiewende ist da und man muss das jetzt in echte Sachen übersetzen und findet dafür hoffentlich auch hier auf der EWAT und überall seine richtigen Partner. Da seid ihr sicherlich einer der richtigen. Vielen Dank, André und Nils. Viel Erfolg weiterhin mit E-Werk und dann geht's mal weiter auf der EWAT. Danke auch an dich, Carsten, und danke für dein Format. Du trägst dazu bei, dass Energiebranche smarter wird. Ah, wunderbar, vielen Dank. Dann geht's weiter damit. Danke, tschüss. Wenn ihr dieses Format interessant findet und ich auch in Zukunft mal hier und da so ein paar Interviews führen soll, dann sicherlich auch noch ein bisschen besser als Moderator. Für mich war das in der Form auch das erste Mal, dass ich das so gemacht habe. Dann sagt das ruhig mal unten in den Kommentaren, dann werden wir mehr sowas produzieren, weil ich habe natürlich jede Menge Netzwerk in der Energiewirtschaft und jede Menge interessante Anbieter. Und es gibt bestimmt auch noch viel mehr ganz konkrete Anwendungsfälle, die E-Werk mal vorstellen möchte. Dann werden wir sowas auch in Zukunft machen. Schreibt das mal unten in die Kommentare, wenn euch sowas gefällt. Ansonsten, like das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bleibt dran hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert, bis zum nächsten Mal.